Herzlich willkommen zum zweiten Video-Essay auf unserem Channel Digitale Bildkulturen. Heute soll es gehen um einige Formen des Umgangs mit Affekten auf Instagram. Es gibt ja schon eine lange Liste, auf der Veränderungen gesammelt werden, die durch Instagram angeblich bewirkt wurden. Der Kulturwissenschaftler und Journalist Andreas Bernhard hat dieser Liste kürzlich noch einen Punkt hinzugefügt. Instagram, so seine These, sei die beste Schule für die Corona-bedingte Affektkontrolle gewesen. Ohne Vorbereitung durch Social-Media-Kompetenz hätten viele Menschen, so Bernhard, es nicht so gut, nicht so schnell hinbekommen, die Herausforderungen des Social Distancing durchzustehen. Die Unterdrückung elementarer Affekte der Rührung, Empathie oder Begeisterung, so Bernhard weiter, sei vielmehr nur gelungen, weil es bereits eine Gewandtheit gäbe, mit der die Menschen heute ihre Affekte modellieren. Nun, um es gleich zu sagen, ich glaube nicht, dass Bernhards These so stimmt. Zumindest ist sie mir zu unscharf formuliert. Denn Affekte zu unterdrücken und zum Beispiel auf eine Umarmung zu verzichten, ist etwas anderes als Affekte zu kontrollieren und zu modellieren, also bewusst mit ihnen, mit ihrem Ausdruck umzugehen. Wer Affekte kontrollieren kann, kann sie auch unterdrücken, lässt sich zwar behaupten, doch wer sie im Griff hat, braucht sie ja auch gar nicht mehr zu unterdrücken, könnte man darauf wiederum antworten. Für eine Umarmung lässt sich dann eben ein Äquivalent finden, das seinerseits ebenfalls Zuneigung zum Ausdruck bringt. Dennoch scheint mir Bernhards These interessant zu sein, weil sie zumindest implizit einem häufig geäußerten Vorbehalt gegenüber Instagram und den Social Media widerspricht. So wird das ja oft als Verlust an Authentizität kritisiert, dass und wie viele sich und ihr Leben für ihre Accounts in Szene setzen, und es wird dann auch meist einem allgemeinen Medienschelte angeschlossen. Aber für Bernhard ist dieser medial eingeübte, dieser reflektiert kontrollierte Umgang mit Affekten offenbar ein Fortschritt. Er beruft sich ja auch ausdrücklich auf den Soziologen Norbert Elias und dessen Werk Der Prozess der Zivilisation, in dem Elias zeigt, wie das menschliche Verhalten über Jahrhunderte hinweg disziplinierter, kontrollierter, damit auch sozial verträglicher wurde. Und Bernhard nun sieht die in der Pandemie notwendigen, sich bewährenden Praktiken ja als einen weiteren Schritt auf einem langen Weg zu immer mehr Verhaltensregulierung und damit auch zu immer noch kultivierteren Formen menschlichen Zusammenlebens. Bringt auch ein Beispiel für seine These, und zwar erwähnt er den Fußballspieler Mario Balotelli, der vor einigen Monaten nach einem erfolgreichen Torschuss nicht etwa gleich gejubelt hat, sondern erstmal aus dem Spielfeld rausgelaufen ist, sich ein Smartphone reichen ließ und dann erst seine Mitspieler um sich versammelt hat, um mit ihnen zusammen einen Freudentanz für die Follower auf Instagram aufzunehmen. Allerdings finde ich auch, dieses Beispiel bestätigt nochmal meinen Einwand, wonach es bei Inszenierungen für die Social Media keineswegs um Affektunterdrückung geht. Vielmehr nimmt Balotelli sich ja sogar eigens Zeit, einen Affekt zu choreografieren und dann ja umso expressiver aufzuführen. Manche würden zwar kritisieren, dass die Freude der Fußballspieler am Spielfeldrand nur noch nachgestellt ist und ja der eigentliche Moment zugunsten der medialen Inszenierung verpasst wurde. Aber genauso kann man es natürlich als Leistung würdigen, dass die Spieler ihre Gefühle kurz zurückhalten und erst dann zum Ausdruck bringen, wenn sichergestellt ist, dass auch die Follower online daran teilhaben, wenn daraus also ein umso größeres, ein umso stärker verbindendes Ereignis werden. Und ja, im Fall von Balotellis Instagram-Account sprechen wir hier immerhin von rund 9 Millionen Followern. Also es wäre passender, hier von einer Verzögerung sowie von einer Verlagerung des Affektausdrucks zu sprechen. Und wer wollte ausschließen, dass der Affekt nicht sogar noch intensiver empfunden wird, wenn er, statt jetzt nur spontan geäußert zu werden, so ganz bewusst zu einem Bild, zu einem bewegten Bild ausgeformt wird? Man kann fragen, wird er nicht umso realer, je gezielter er gestaltet und zelebriert wird, je mehr er dadurch geradezu sowas auch wie ein Werkcharakter sogar annimmt.
Und gerade Mario Balotelli hat sich ja auch früher schon als Virtuose der Affektinszenierung erwiesen, darf sogar als Schöpfer einer der einprägsamsten Gesten der letzten Jahre gelten. Viele erinnern sich sicher daran, nachdem er für die italienische Nationalmannschaft im Halbfinale der Fußball-EM 2012 gegen Deutschland das zweite Tor geschossen hatte, hat er nämlich nicht einfach nur gejubelt, nein, er hat sein Trikot abgestreift, hat seinen muskulösen Oberkörper präsentiert und die Arme leicht nach unten angewinkelt gehalten. Manche haben in dieser Pose eine politische Aussage auch erkannt. Sehen die Arme hier nicht wirklich aus, so wie im Kampf gegen Fesseln? Hat Balotelli damit also nicht gegen die Unterdrückung der Schwarzen protestiert? Allerdings, als diese starke Geste dann im Nu zu einem Internet-Meme geworden ist, hat genau ein solcher Rassismus wiederum auch eine demütigend bösartige Fortsetzung erfahren. Also Balotelli wurde als Ballerina oder brunftiger Macho sexualisiert oder zum primitiven Stammeshäuptling degradiert. Da solche Memes aber ihren Ausgang oft von so einer starken Geste nehmen, ist meiner Meinung nach erst recht offensichtlich, dass die Social Media eben nicht eine Schule der Affektunterdrückung oder der Affektkontrolle sind, sondern vielmehr eine Schule der Affektgestaltung. Der Erfolg von Memes, könnte man sagen, verführt sogar regelrecht dazu, mit besonders markanten, originellen, zugespitzten Gesten Aufmerksamkeit zu suchen. Und in einer Welt, in der die Social Media immer wichtiger werden, lässt es sich sogar als eine eigene Art von Begabung ansehen. Wenn jemand es schafft, Gefühle und Stimmungen anschaulich stark auszudrücken. Andere Praktiken der Social Media, denken Sie etwa an Selfies, führen hingegen eher dazu, dass man lernt, einen Affekt auf idealtypische Weise, also richtig platziert, richtig dosiert, vor allem möglichst präzise zum Ausdruck zu bringen. Mimik und Gestik werden in den Social Media also insgesamt sehr bewusst eingesetzt. Damit aber könnte man sagen, geschieht auf vielen Bildern der Social Media heute was Ähnliches wie bereits in manchen Epochen und Gattungen der Kunstgeschichte. Denken Sie etwa an Gemälde der französischen Genremalerei des 18. Jahrhunderts, die in den Pariser Salonausstellungen ihren großen Auftritt hatten. Der Philosoph und Aufklärer Denis Diderot, der mehrere dieser Ausstellungen umfangreich rezensiert hat, widmet sich in seiner Besprechung des Salons von 1763 etwa ausführlich einem Bild von Jean-Baptiste Greuze. Dieses Bild zeigt für Diderot beispielhaft, was es heißt, Affekte jeweils angemessen darzustellen. Wir sehen auf diesem Bild eine Familie, gruppiert um einen alten Mann, den Großvater, der mal als gelähmt, mal sogar als sterbend beschrieben wird. Und Diderot würdigt, Greuze habe bei jedem Protagonisten genau den Grad an Anteilnahme gezeigt, der seinem Alter und seinem Charakter entspricht. Also zum Beispiel die Kinder und jungen Erwachsenen blicken schüchtern und besorgt, weil sie begriffen haben, dass es um den Großvater nicht zum Besten steht, die Bedeutung des Geschehens aber noch nicht so ganz ermessen können. Dagegen wirkt ein Mann in der Mitte ernst. Ihm scheint bewusst zu sein, dass er in der Nachfolge des Alten bald die Rolle des Familienvorstands zu übernehmen hat. Eine ältere Frau erscheint bereits ein bisschen abgestumpft, sie ist schwerhörig, aber immerhin bekundet sie dennoch Anteilnahme. Also alle hier auf diesem Bild sind mit ihrem Tun auf den Alten hinausgerichtet und tragen auf jeweils unterschiedliche Weise dazu bei, dass sie gemeinsam als Familie eine schwierige Situation würdevoll meistern. Ein solches Genrebild ist natürlich nicht ohne pädagogische Absicht entstanden. Indem Greuze die Szene so differenziert, so feinfühlig dargestellt hat, sollten die Betrachter ihrerseits zu mehr Sensibilität erzogen werden. Und Diderot hat dieses Familiengemälde auch deshalb so gelobt, weil er beobachten konnte, so schreibt er es zumindest, dass es bei den Salonbesuchern starke Gefühle zu wecken vermochte. Also es hat sie ähnlich wie ein Theaterstück ergriffen und damit dazu gebracht, eben selber an der Situation Anteil zu nehmen, sich in die dargestellten Figuren hineinzuversetzen und auf diese Weise deren mustergültige Affekte einzuüben.
Damit haben sich für Diderot alle Erwartungen gegenüber Kunst erfüllt und er würdigt, dass der Maler also jetzt hier endlich mit der dramatischen Dichtung wetteifern würde, um uns zu ergreifen, zu belehren, zu bessern, zur Tugend anzuhalten. So schreibt er das. Hat der Maler also hier die Figuren seiner Bilder so überzeugend gestaltet, dass bestimmte Affekte sichtbar wurden, so ist eben dasselbe passiert in der von Diderot angesprochenen dramatischen Dichtung, also im Theater. Da allerdings ist es passiert vor allem durch die Leistung der Schauspieler. Ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Art des Sprechens hatte als Vorbild zu fungieren für die Zuschauer. Und tatsächlich kann man sagen, das Theater war sicher lange, zumindest für einige Gesellschaftsschichten, die wohl wichtigste Schule der Affektgestaltung. Film, Fernsehen haben das dann später übernommen, diese Rolle. Und heute sind es eben nicht zuletzt, vielleicht schon zuallererst, die Social Media, in denen eben gerade auch Affekte in Szene gesetzt und dann mit Followern geteilt werden. Der große Unterschied zu früher ist jedoch, dass die meisten derer, die sich und ihre Affekte verbildlichen, keine ausgebildeten Schauspieler sind. Und viele sind auch nicht so begabt und auch nicht so mutig, wie etwa ein Mario Balotelli es ist. Trotzdem, immer wieder stößt man auf Bilder, auf Bildfolgen, in denen selbst belastende und extreme Affekte auf eine Weise dargestellt sind, die ein Vergleich mit Genrebildern à la Größe durchaus gerechtfertigt erscheinen lässt. Manche setzen sogar so etwas Heftiges wie Trauer, also den Schmerz über den Verlust naher Angehöriger, in Szene. Nun, bei Trauer handelt es sich jetzt um kein auf einen Moment zugespitztes Gefühl. Es ist also jetzt hier anders als bei Balotellis Jubel etwa, keine Ausdrucksverzögerung zu vollbringen. Aber Trauer ist natürlich mindestens so vereinnahmend wie die Freude, die ein Tor auslöst. Weshalb es eigentlich erstmal kaum möglich erscheint, die Trauer zusätzlich dazu, dass sie einem widerfährt, auch noch eigens zu inszenieren. Und außerdem gehört Trauer, anders wiederum als ein Torjubel, auch noch zu den Empfindungen, bei denen man ja auf sich selbst zurückgeworfen wird. Was eigentlich erstmal jegliches Interesse mindert, sie öffentlich zu machen, sie für alle sichtbar auszuleben. Man könnte sagen, Trauer hat einen ziemlich privaten Charakter, eignet sich eigentlich überhaupt nicht zur Inszenierung. Also woher soll man auch die dafür nötige Energie, auch die dafür nötige Distanz aufbringen? Höchstens ein Maler aller Größe, würde man mutmaßen, kann es übernehmen, den Ausdruck von Trauer als Beobachter von außen festzuhalten, ins Bild zu setzen. Also eben dann etwa zu zeigen, wie sich Angehörige beim Tod eines nahen Verwandten verhalten. Und entsprechende Bilder gibt es auch von ihm, wo er genau das versucht hat. Was aber bedeutet es und wie sieht es überhaupt aus, wenn die Betroffenen selbst ihre Trauer gestalten? Nun, auf einem Instagram-Account zeigt etwa eine in Köln ansässige Familie detailgenau, wie sie die Diagnose einer unheilbaren Krankheit ihres Babys empfängt, wie sie die letzten Tage mit dem Baby verbringt und seinen Tod und die Zeit danach erlebt. Begleitende Texte erklären die Bilder ausführlich, von denen jedes einen markanten Moment der Leidens- und Trauergeschichte festhält. So sieht man auf einem Foto etwa die Eltern, die sich gerade über den Korb beugen, in dem das Baby lag und der jetzt mit Spielsachen gefüllt ist, die als Grabbeigaben fungieren sollen. Mutter und Vater halten jeweils ein Stofftier in der Hand. Mit der anderen Hand fasst die Frau den Mann leicht am Oberarm, was von der Verbundenheit der Trauernden, aber auch von der Intimität ihres Trauerns zeugt. Neben dem Körbchen steht dann auch noch eine angezündete Kerze. Also man kann sagen, jede Geste, jedes Bildsujet wirkt hier so sorgfältig komponiert und gestaltet wie auf einem Genrebild von Größe. Auf anderen Fotos, oft sind es auch Selfies, sieht man das Gesicht der Mutter ganz nah. Man sieht, wie erschöpft sie ist, man sieht sie ungeschminkt, man sieht, wie sie weint oder sie hält auch das tote Kind in den Armen. Und auch sonst sind auf dem Account immer wieder Fotos des toten Babys zu sehen. Einmal ist es sogar auf dem Schoß des 2,5-jährigen Bruders platziert. In jedem Fall wird der Leichnam unmittelbar, auch ohne vorausgehende Triggerwarnung, präsentiert.
Ja, eine solche Direktheit ist sicher ungewöhnlich. Und die offene Einbeziehung des Kleinkinds, das über seine Rolle nicht frei entscheiden kann, verletzt mutmaßlich sogar Persönlichkeitsrechte. Weshalb ich übrigens derartige Bilder auch nie an anderen Orten zeigen würde. Also jenseits des Accounts, auf dem sie gepostet wurden, sollten sie keinesfalls sichtbar sein. Spätestens jetzt wird aber auch bewusst, dass im Unterschied zu Groß, der sich seine Gemälde natürlich ausgedacht hat, auf diesen Fotos ganz reale Menschen zu sehen sind. Und die Eltern haben es hier nicht nur zugelassen, sondern sie haben sogar viel dafür getan, dass ihre Gefühle in einer Extremsituation festgehalten und öffentlich sichtbar gemacht wurden. Sie haben die Entscheidung getroffen, es etwa auch dann noch zu fotografieren, wenn sie den Korb mit dem toten Baby aus dem Krankenhaus tragen. Zwar mag das Bild ja eine dritte Person gemacht haben und für einige Aufnahmen haben die beiden auch tatsächlich professionelle Fotografen engagiert, aber das ändert ja nichts daran, dass sie sich selbst in ihrer Trauer zeigen und dass sie diese Trauer für ihre Follower eigens inszeniert haben. Dabei wird selbst noch auf die Einhaltung eines einheitlichen Farbkonzepts zum Beispiel geachtet. Und auch sonst stellen die Trauerbilder in ihrer Machart, in ihrer Ästhetik keineswegs eine Ausnahme innerhalb des gesamten Accounts dar. Das heißt, selbst ein emotionaler Ausnahmezustand wird noch in eine Gesamtinszenierung eingebunden, ist eben Teil einer mal beschaulicheren und mal dramatischeren Lebensgeschichte. Tatsächlich nutzt die Mutter den Account schon seit mehreren Jahren, um sich eine kleine Karriere als Influencerin aufzubauen. Also Professionalität, Routine beim Erstellen ansehnlicher Bilder, beim sich Adressieren an Follower sind für sie offenbar ganz selbstverständlich. So selbstverständlich, dass sie damit einfach fortgefahren hat, als der Schicksalsschlag sie und ihre Familie getroffen hat. Also noch direkt davor hat sie für Schwangerschaftsprodukte, für Babysachen geworben und ein paar Wochen nach dem Tod des Babys postet sie dann bereits wieder Bilder, auf denen Konsumprodukte im Zentrum stehen, weil sie dann ihren mittlerweile rund 70.000 Followern mitteilen wollte, wie sie die Wohnung in der Trauerphase umdekoriert hat. In Rückbezug auf Groß und Genrebilder des 18. Jahrhunderts könnte man bei Accounts wie diesem, denke ich, auch davon sprechen, dass nicht nur Konsumverhalten vorgeführt, nicht nur Lebensstile in Szene gesetzt werden, sondern dass erst recht der Umgang mit bestimmten, eben gerade auch mit existenziellen Situationen demonstriert wird. Man könnte sagen, die Eltern werden hier geradezu zu Affektgestaltungsinfluencern. Sie erzeugen Empathie bei all denen, die dem Account folgen. Und die sich angesichts dessen, was ihnen hier gezeigt wird, emotional dann auch in die Lage der Betroffenen hineinversetzen. Damit aber üben sie die entsprechenden Affekte, die entsprechenden Verhaltensweisen auch regelrecht ein. Und wenn man die Social Media jetzt hier als Schule der Affektgestaltung bezeichnet, dann ist es, denke ich, umso berechtigter, wenn man bemerkt, dass ein solcher Account, wie der gerade gezeigte, keineswegs ein Einzelfall ist. Vielmehr ist die fotografische Inszenierung ihres Lebens gerade bei Influencern mittlerweile oft so stark in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kämen, davon jemals abzusehen. Und so gerne man jetzt gerade Instagram üblicherweise vorhält, zu geschönte Leben zu zeigen, so sehr muss man doch zugeben, dass Schicksalsschläge gerade hier keineswegs tabuisiert werden. Weil sie aber genauso professionell wie andere Ereignisse fotografisch aufbereitet werden, erscheinen sie auch immer in überhöhter Form, sagen idealtypisch performt, vorbildlich ästhetisiert und damit natürlich doch auch wieder ganz ähnlich geschönt wie so ein altes Genrebild. Und das kann dann aber auch durchaus noch weitergehen als bei diesem Kölner Account, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Also etwa eine Influencerin aus Kalifornien, die üblicherweise für ätherische Öle, aber auch für Kinder- und Haushaltszubehör wirbt und mehr als eine halbe Million Follower hat, hat das Sterben ihrer knapp dreijährigen Tochter integriert in ihren Account, nachdem bei dieser Tochter ein aggressiver Gehirntumor diagnostiziert worden war.
Nur einmal direkt nach dieser Diagnose zeigt die Influencerin sich in einer Reihe von Selfies, ja, in grenzenlosem Schmerz. Also hier wird dann die Heftigkeit des Affekts ganz traditionell allein durch die Mimik ausgedrückt und beglaubigt. Aber sonst wird sehr viel getan auf all den Bildern, die mit dieser Ausnahmesituation umgehen, um sie zu ästhetisieren. Also zum Beispiel, damit die todkranke Tochter noch einmal einen Geburtstag erleben kann, wird er vorgefeiert und besonders groß inszeniert. Man könnte sagen, weil Influencer kaum was so gut können wie konsumieren, arrangieren, dekorieren, ziehen sie sich eben auch in einer Krisensituation auf diese Fähigkeiten zurück. Die Deformation professionell reicht in diesem Fall dann aber sogar so weit, dass die einzelnen Geschenke und Dekoartikel auf den Fotos genauso mit Links zu den Herstellern und Marken versehen werden, wie bei jedem anderen Influencer-Bild auch. Und selbst bei Fotos, die die todkranke Tochter zeigen, verzichtet die Mutter nicht darauf, Werbung zu machen. So als sei es noch wichtig, wer die Decke produziert hat, unter der das Mädchen seine letzten Tage verbracht hat. Im Gegenzug zu so viel emotionaler Werbung startete der Hersteller dieser Decken dann eine Kampagne, die darin bestand, einen Monat lang einen Teil der mit ihrem Verkauf erzielten Umsätze an die betroffene Familie zu spenden. Das heißt, Anteilnahme am Schicksal der Familie, Mitgefühl, konnte so durch einen Konsumakt artikuliert werden. Aber auch damit noch nicht genug. Nach dem Tod des Mädchens ließen die Eltern mehrere Kleidungsstücke im Andenken an ihre Tochter herstellen, die Follower wiederum kaufen konnten, um auch nach außen hin ihre Verbundenheit zu demonstrieren. Für die Hoodies und Shirts mit Dingsymbolen versehen, die für die tote Tochter stehen sollen, hat die Mutter dann wiederum Werbung gemacht, indem sie sich auf ihrem Account damit bekleidet gezeigt hat. Das heißt, die Mutter wurde hier, könnte man sagen, ja, zur Influencerin hinsichtlich ihrer eigenen Trauerarbeit. Sie hat mit diesen Bildern ihren Followern nicht zuletzt auch vorgelebt, wie sich der Tod eines Kindes im Lifestyle angemessen ausdrücken lässt. Wer einen so starken Affekt wie Trauer durch Produkte gestaltet, bindet sie aber nicht nur besser in das alltägliche Leben mit seinen vielen anderen Konsumereignissen ein. Nein, ich würde sagen, durch die Serienproduktion von sowas wie Kleidung werden die Affekte auch gut verpackt, portioniert. Sie werden sozusagen an die diversen Käufer verteilt und damit wohl besser erträglich gemacht. Oder anders gesagt, wer so eins dieser Kleidungsstücke kauft, nimmt den Eltern symbolisch einen kleinen Teil der Last ab. Und auch das Mitleid bekommt so eben eine Form, es besser zu bewältigen. Und deshalb wundert es eigentlich nicht, dass die Kleidungsstücke, Andenken an das tote Mädchen, im Nu ausverkauft waren und dass die Follower sogar um noch mehr Produkte gebeten haben. In der konsumistischen Logik der Social Media und des Influencertums kann Affektgestaltung somit sogar, wie wir in diesem Beispiel sehen, zur Affektbewältigung führen. Es bleibt hier der Umgang mit den Affekten nicht auf die Körper der Protagonisten beschränkt, sondern wird Teil der Dingkultur, wird konfektioniert, wird kommodifiziert. Und das geht natürlich weit über das jetzt hinaus, was von Genrebildern des 18. Jahrhunderts geleistet werden konnte. Und hier wird aber auch sicher nichts unterdrückt, so wie es Andreas Bernhard behauptet hatte. Also Affekte werden hier noch nicht mal nur kontrolliert oder modelliert wie bei Balotelli. Nein, es sieht hier vielmehr so aus, als könnte ein soziales Medium wie Instagram sogar den Charakter von Affekten verändern. Und gerade so ein intimer Affekt wie die Trauer erfährt hier auf einmal eine Entprivatisierung. Ein solcher Affekt wird sozusagen für die Follower erlebt und aufbereitet, mit ihnen geteilt und damit auch gemeinschaftlich verarbeitet. Vielen Dank.